Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mass Effect 3. Wie angekündigt nehmen wir noch Garrus mit. Und dann starten wir. Cerberus wird endlich angegriffen. So, Waffen lassen wir. Joker, wie ist unser Status? Eine Stellung ist etabliert, aber das heißt nicht viel, Commander. Die Startbuchten werden von Jägern bewacht. Können Sie uns reinbringen? Hey, ich habe uns nach Ilos gebracht. Ich schaff das schon. Könnte aber ein bisschen turbulent werden. Tun Sie Ihr Bestes. Shepard, ich bin bereit. Moment mal, was? Sind Sie verrückt? Sie können nicht ins Cerberus Hauptquartier marschieren. Sie haben vielleicht ein Virus oder einen Notschalter oder... Es wird schon gut gehen, Jeff. Gehen Sie zum Shuttle, Edie. Die 5. Flotte hat ihre Linien durchbrochen. Sie formieren sich neu. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Tut sicher weh, sie nicht begleiten zu können. Ja, es ist beschissen. Danke, dass Sie es erwähnen. Hey, Shepard. Passen Sie auf sie auf. Das machen wir. Und sie auf sich. Das machen wir doch. Sind drin. Ist alles okay, Cortez? Alles bestens. Ich muss hier noch was reparieren. Heizen Sie Cerberus richtig ein. Oh, nee, da kriege ich zu viel Schaden. Das war doof. Ah, davon da. Ich heile mich mal. Ah, da ist ein Atlas, okay. Das heißt, schön mal Verbrennung drauf. Da oben sind Scharfschützen. Kann ich sehen. Boah, noch ein Jäger. Erstmal den Atlas wegbekommen. Aua. Atlas ist down. Ich glaube, ich muss da hoch, um die Nemesis zu besiegen. Ah, jetzt kommen aber andere. Das kann ich auch nicht stoppen, ne? Dadurch, dass das Glas dazwischen ist, kriege ich die natürlich mit der Schrot nicht so. Kann ich nicht durchs Glas schießen? Glas zerbricht doch normalerweise. Jetzt ist sie down. So, nochmal in Ruhe. Ich glaube aber nicht, dass wir hier noch was großartig finden. Cerberus will den Hangar entlüften. Ja. Können Sie das verhindern? Ich brauche eine aktive Konsole. Versuchen wir es auf der oberen Ebene. Mhm. Da müssen wir dann, glaube ich, gleich hoch. Hier kommen wir wahrscheinlich gar nicht lang. Doch. Aktiviere Achilles-Protokoll. Shepard, wir müssen eine Konsole finden und Cerberus daran hindern, den Hangar zu entlüften. Ja, ich bin auch schon auf dem Weg. Hier komme ich nicht durch. Haben wir hier eigentlich nochmal Munition oder so? Shepard, wir haben fast keine Zeit mehr.
Finden Sie eine Konsole, bevor Cerberus den Hangar entlüftet. Guck mal hier, hier oben. Hier oben sieht gut aus. Ich will mich aber auch noch umgucken. Spiel, stress mich nicht so, bitte. Shepard, wir müssen eine Konsole finden und Cerberus daran hindern, den Hangar zu entlüften. Edie, ich habe eine Konsole. Los! Hangar-Entlüftung deaktiviert. Können Sie den Hangar öffnen? Nein. Allerdings, ich kann den Start Ihrer Jäger steuern. Shepard, Cerberus weiß, dass die Entlüftung fehlgeschlagen ist. Die schicken Verstärkung. Ja, hallo. Wollten wir eigentlich in eine Deckung beziehen? So, dir nehmen wir den Schild mal weg. Okay, da unten war aber auch noch ein Weg lang. Ein weiteres Cerberus-Team ist unterwegs. Da hinten. Sie haben wohl rausgekriegt, was wir machen. Ich will jetzt kurz nochmal zurücklaufen und da unten gucken. Ich weiß, es ist ein bisschen stressig gerade, aber ich bin halt zu neugierig. Was ist hier noch? Einfach nichts. Okay. Ja, da. Dann gehen wir wieder oben lang. Finde ich, glaube ich, praktischer. Aua. Einmal heilen, einmal Muni. So, ich will jetzt mal hier Nemesis ausschalten. Schrot bitte. Halt erst Schild weg. Ich hänge hier wieder an irgendeiner Kante fest. Okay, die sind alle weg. Den geht's mal weiter, ne? Medizinische Station brauchen wir. Wir haben nicht MediG verbraucht. Deaktiviere Sicherheitssystem. Der Jäger müsste jetzt Richtung Hangartür gestartet werden können. Perfekt. Dann nichts wie runter. Ich gehe aber hier lang, wenn es dich nicht stört. Shepard? Ey, ein paar Credits noch. Nehme ich. Starte Jäger. Beeindruckend. Das Zentrallabor befand sich hinter diesem Hangar. Ich schlage vor, wir folgen dem Jäger. Zur Kenntnis genommen. Los. Oh, noch ein Atlas. Alarm! Eindringlinge! Alle bereit machen zur Sicherheitsabriegelung. Ich wiederhole. Feindliche Kräfte sind eingedrungen. An alle Einheiten. Machen Sie Meldung. Forschungspersonal, sperren Sie alle Terminals und löschen Sie alle Daten zerrissen. Das war knapp. Ja,
der scheint kaputt zu sein. Das war das beste Cerberus-Team in diesem Bereich. Wir haben ihre vorderste Linie durchbrochen. Jetzt können wir richtigen Schaden machen. Ich will den nehmen. Aber mein Frontglas ist schon kaputt. Kommen wahrscheinlich nicht raus, ne? Hier durch, meine ich. Falcon. Was ist das? Okay, nichts, was wir nutzen. Wahrscheinlich eine... ein Sturmgewehr. Edie, schaffen Sie's? Moment noch. Cerberus hat seine Verschlüsselung aktualisiert. Die Überbrückung des Sicherheitssystems könnte sich ein wenig verzögern. Wie reagiert Cerberus auf die Sache mit der Tür? Sie verriegeln die Basis, soweit sie können. Die meisten offensichtlichen Wege zum Zentrallabor sind blockiert. Andere Bereiche werden befestigt. Schützen werden versuchen, uns aufzuhalten, während Techniker Geschütze einrichten. Noch mehr Scherze wie die Hangarentlüftung? Nein. Ich kenne die Sicherheitssysteme dieser Anlage und kann gegensteuern. Cerberus wird uns lediglich ein wenig bremsen. Wenn ich sie nicht mitgenommen hätte. Hätte Cerberus den Hangar entlüftet. Vielen Dank. Ich helfe immer gern. Wir müssen durch eine Unterebene, um Eindämmung von Cerberus zu umgehen. Wo die proteanische VI wohl ist? Im Zentrallabor im Herzen dieser Anlage. Es ist der sicherste Bereich. Der Zerstörung durch den Jäger zu folgen, ist der direkteste Weg. Okay. Hier liegt wahrscheinlich nichts mehr. Brennt ja alles. Gut, dann geht's nach unten. Okay. Eine Sekunde sind wir wohl sicher. Aber mehr halt auch nicht. Aktion. Hier steht noch einer. So, als würden wir ihn nicht sehen. Da ziehe ich mich mal kurz ran. Okay, braucht keine Nova. Was? Sie verheizen jede Menge Truppen, um uns aufzuhalten. Ja. Die sollen uns nur bremsen, nicht aufhalten. Vor uns bereiten im Moment Techniker eine organisierte Verteidigung vor. Können die so viele Männer einfach opfern? Ja. Cerberus führt an gefangenen Zivilisten Reaper-Veränderungen durch, um rasch funktionierende Stoßtrupps herzustellen. Genau wie die Reaper es bei den Kollektoren gemacht haben. Aus Opfern werden Stoßtrupps. Ja. Nicht so die feine englische Art, ne? Wir können jeden Moment durch. Shepard, die Konsole da wurde nicht vollständig gelöscht. Sie enthält Daten, die für Sie interessant sein dürften. Was ist das denn? Projekt Lazarus, Ihre Rekonstruktion. Es ist unmöglich. Und das ist keine Frage der Ressourcen. Es ist immer eine Frage der Ressourcen. Wir werden Shepard nicht verlieren. Sir, Shepard ist hirntot. Nach diesem Trauma ohne Sauerstoff. Wir können die Natur nicht besiegen. Agentin Lawson sieht das anders. Sie leitet jetzt das Projekt Lazarus. Mir war nicht klar, dass es so schlimm war.
Ziemlich heftig. Sind Sie okay? Ich bin immer noch ich. Sonst hätte ich mich wohl kaum gegen Cerberus wenden können. Ich weiß nichts mehr. Vielleicht haben sie mich repariert. Oder ich bin eine Hightech-VI, die sich nur für Commander Shepard hält. Keine Ahnung, ich... Sie sind real. Vielleicht ein bisschen verrückt, aber real. Das ist schon krass, ne? Wenn man überlegt, dass man eigentlich tot war. Also wirklich hirntot war. Boah. Und dann wieder so komplett zusammengesetzt wurde. Klar kriegt man da Zweifel, ob man wirklich noch man selbst ist. Die Gewebewiederherstellung schreitet voran. Durch den Helm ist das Gehirn unversehrt geblieben, falls uns das weiterhilft. Lawson wird einen Weg finden. Sir, Shepard ist eine Allianzsoldatin. Soweit sie weiß, sind wir eine terroristische Vereinigung. Ich suche keine Tanzpartnerin. Wir brauchen Shepard. Und Shepard braucht Ressourcen. Sie wird mit uns zusammenarbeiten. Er hat sie echt in die Enge getrieben. Mein Gefühl sagte mir, Cerberus nicht zu trauen. Aber ich brauchte ihre Hilfe. Also habe ich mitgespielt. Sie haben getan, was sie tun mussten, Shepard. Und ich war bei ihnen. Projekt Lazarus meldet neurologische Aktivität. Sie wollen mehr Geld. Sollen sie haben. Bringen Sie mir unsere Akte mit potenziellen Rekruten. Shepard wird bald wieder auf den Beinen sein. Wir brauchen eine Crew. Unsere bestehenden Truppen dürften dafür mehr als ausreichend sein. Nein, wir brauchen Sympathieträger. Shepard muss bei der Sache dabei sein. Holen Sie Kelly Chambers und O'Nelly. Miss Daniels wird dann sicher folgen. Wir brauchen ein paar alte Freunde. Ich will Dr. Chuck Wass und das Psychoprofil von Shepards Piloten. Und eine Flasche 47er Tessia Red. Mieser Kerl, er hat sie benutzt, damit sie den wahren Cerberus nicht sehen können. Das ist schon krass, das so zu sehen. Wir können weiter. Angriffsteam, wie ist Ihr Status? Wir haben den Hangar gesichert und sind jetzt in der Basis. Gute Arbeit. Brauchen Sie Unterstützung? Negativ. Machen Sie weiterhin Druck. Wir finden schon, was wir brauchen. Geht's hier weiter? Sieht so unwegsam aus hier. An das gesamte Personal. Hülle möglicherweise beschädigt. Da sind die Geschütze! Legen Sie Vakuumausrüstung an. Hülle möglicherweise ebenfalls. Ich empfehle die Deaktivierung Ihres Schildpylonen. Habe ich gemacht. So, einmal. Munition einsammeln. Da ist noch ein Schildgenerator. Der Generator für ihre tragbaren Barrieren ist. Boah. Da hat mich. Da steht hundertprozentig ein Schild geschützt, oder? Ja. Garus, bitte nicht hinlegen und schlafen. Ich brauch dich jetzt. So, Geschütz ist down. Verstanden! Noch ein Geschütz. Shepard, Sie wollen in unsere Flanke kommen. Bereit machen! Vor uns sind noch mehr! Huch! Schon dabei! Sorry, Edi, wollte ich nicht. Bestätige! Okay, ich gehe mal ein Stück nach vorne. So, Schildgenerator aus. Wir müssen die Techniker aufhalten, bevor sie noch mehr Geschütze aufstellen. Da ist ein Geschütz. Noch ein Geschütz. Brauch mal Munition.
Ich glaube, wir können weiter nach vorne rücken. Da geht's nach oben. Dann nochmal kurz die Ecken abchecken. Und ich würde sagen, wir gehen in der nächsten Folge nach oben. Jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, ciao.